kann es schön sagen und es hat auch was mit Ebbe und Flut zu tun und saisonale Ware, ne, es kommt was, es geht was, es erneuert sich immer wieder und es bleibt doch das Alte bestehen. Ja, so ist das Gezeiten zum Gezeiten gekommen. Ich koche sehr gerne und ich koche gut und ich möchte, dass den Gästen das auch schmeckt. Dann war es für mich wichtig, weil viele meiner Gäste nicht viel Geld ausgeben, dass es auch günstig ist. Lesben und Schwule können sich mittlerweile in Köln fast überall Händchen haltend und meinetwegen auch knutschend in jedem Restaurant aufhalten. Das macht gar nichts mehr. Vor 15 Jahren war das dann noch ein bisschen anders. Interessant finde ich, dass es schon in den 20er Jahren ein großes Bedürfnis gegeben hat, dass es solche Treffpunkte geben sollte. Aber ich muss wirklich sagen, die Männer geben wesentlich mehr Geld aus als Frauen. Und ich würde es tatsächlich noch mal ein bisschen mehr einschränken. Die Lesben geben noch mal weniger Geld aus als Heteras. Denn einmal nur im Jahr ist Karneval, ist Karneval am Rhein. Denn einmal nur im Jahr ist Karneval am Rhein. Leider haben sich die Vertragsverhandlungen ein bisschen verzögert und deshalb weiß der Rest der Welt, dass jetzt erst seit ein paar Tagen, dass in ein paar Tagen das Gezeiten zumacht.